Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist der Jimmy JV65, ein Akkustaubsauger aus dem Xiaomi-Universum. Und wie gut der sich in meinem Test schlagen kann, das schauen wir uns gleich zusammen an. Bevor es losgeht, möchte ich mich gerne bei Geekbuying bedanken. Die haben mir nämlich hier diesen Jimmy JV65 für das Video zur Verfügung gestellt. Ja, wir haben hier einen Akkusauger aus dem Xiaomi-Universum, habe ich gerade eben schon gesagt, der auch über eine Wischfunktion verfügt. Und in diesem Video werden wir es wie immer so machen, dass wir uns hier als allererstes gleich den Lieferumfang zusammen anschauen und natürlich auch einen Blick auf die Verarbeitungsqualität werfen. Ganz wichtig ist natürlich hier auch die Reinigungsleistung und ich werde meinen üblichen, ja, meine Mischung aus 100 Gramm Vogelsand, Katzenstreu und Spänen hier auf meinen Teppich und auf meinen Hartboden werfen. Danach schauen wir uns die Ergebnisse zusammen an, was halt dabei rauskommt. Diese fließen wie immer bei allen Tests von Akkusaugern auf diesem Kanal in unseren neuen Akkusauger Finder. Da findet ihr ein Vergleichstool mit verschiedenen Filtermöglichkeiten. Wenn euch das interessiert, schaut gerne in die Videobeschreibung. Okay, ich denke mal, das war es jetzt erstmal zur Einleitung. Jetzt kommen die technischen Daten und danach werfen wir mal einen Blick zusammen auf das Gerät. Der Jimmy JV65 hat eine UVP von 239,99 €. Er wiegt 3,3 Kilogramm und hat eine Höhe von 115,5 cm. Seine Saugleistung liegt bei 22.000 Pascal. Er hat drei Saugstufen und der Staubbehälter fast 500 ml. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 2500 mAh. Damit kann er je nach Saugstufe zwischen 9 und 70 Minuten reinigen. Bei diesem Gerät gibt es keinen Wechselakku. Die Power-Taste ist feststellbar. Es gibt keine Beleuchtung an der Hauptbürste, dafür gibt es aber eine optionale Wischfunktion. So, dann gehen wir mal hier zusammen das Zubehör durch und beim Jimmy JV65 ist tatsächlich im Lieferumfang eine ganze Menge dabei. Angefangen hier bei dieser doch recht kleinen Station für die Wand. Die hat keine direkte Ladefunktion, das heißt, ihr könnt ihn halt hier einfach nur so reinhängen. So sieht das dann aus, kann optional halt geschraubt werden oder hier halt hinten mit diesem Klebepad realisiert werden. Wenn ihr ihn laden wollt, müsst ihr das halt über das beiliegende Netzkabel machen. Dann habt ihr hier so ein Knickgelenk, das ist halt eben dafür da, um, wenn man jetzt oben auf einem Schrank zum Beispiel saugen will, dann kann man halt hier das Rohr vorne dran machen, macht vorne eine Bürste dran und dann hat man halt hier noch so eine Gelenkfunktion. Da kann man halt hier diese ja auch verstellen, die Neigung und den Winkel von diesem Knickgelenk. Dann habt ihr die 2-in-1 Bürste, so ist sie vorne hart, hat hier diesen kleinen Knopf dran und dann schiebt man das nach oben für Laptop-Tastaturen zum Beispiel oder wenn es einfach vorne ein bisschen weicher sein soll. Dann habt ihr diese Milbenbürste für Sofas oder für Matratzen besonders gut geeignet. Dann habt ihr hier eine weiche Möbelbürste, die sieht man dann doch relativ selten. Also ich habe sie jetzt noch nicht so häufig bei anderen Akkusaugern gesehen, ist hier halt auch mit dabei. Hier habt ihr eine Fugendüse und auch diese Fugendüse hat wieder diese 2-in-1 Funktion, dass sie vorne etwas weicher sein kann oder eben hart für, ja, wenn ihr irgendwo ganz weit in irgendwelche Fugen hinein müsst. Dann habt ihr hier eine Hauptbürste. Bei diesem Gerät ist sowohl eine flauschige Hartbodenrolle als auch diese Teppichrolle mit dabei. Die könnt ihr halt hier unten einfach austauschen, indem man hier an diesem kleinen Knopf zieht in diese Richtung. Dann geht das hier nach oben raus, dann kann man diese Bürste, die Rolle halt hier rausnehmen. Dann muss man dieses Teil dazu abnehmen, das wiederum an das Teil ranmachen und dann fummelt man das Ganze hier wieder rein, lässt es einrasten. Also ihr habt hier beide Rollen mit dabei. Wie sich das dann halt hier in der Reinigung, in der Reinigungsleistung zeigt, das sehen wir dann hier gleich weiter im Folgenden. Ihr habt dieses flexible Rohr, falls ihr dafür einen Einsatzzweck habt, ist das auf jeden Fall mit dabei. Das Rohr, da brauche ich wahrscheinlich nicht so viel zu verlieren. Jetzt haben wir das erstmal alles. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nein. So, dann kommt hier das Hauptgerät. Das unterscheidet sich ein bisschen von den meisten Akkusaugern, die ich jetzt halt bisher so in meinen Tests hatte. Ihr habt an der Oberseite eben die Taste, um den Saugvorgang zu starten und dann da unter eine Taste, um eben die verschiedenen Saugstufen drei Stück durchzuschalten. Hier oben ist eine kleine LED, die euch anzeigt, ob der Akku geladen werden muss oder eben nicht. Ich zeige euch einmal, wie sich das Gerät anhört. Ja, es hat halt
eine recht hohe Frequenz. Da gibt es auch Geräte, die ein bisschen angenehmer in den Ohren klingen. Ansonsten ist es halt eben so, dass dadurch die Taste natürlich auch eine Art Feststellfunktion in dem Sinn hat, weil ihr habt ja jetzt nicht diesen normalen Auslöser, den man sonst von vielen Akkusaugern kennt. Generell ist halt die Positionierung etwas ungewöhnlich, aber es liegt doch sehr ordentlich in der Hand und ich konnte damit wirklich gut arbeiten. Dann habt ihr hier an der Rückseite die Möglichkeit, das Gerät zu laden und ihr könnt den gesamten Staubbehälter so entfernen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr halt hier den gesamten Teil hier so rausziehen, könnt den Staub hier ausleeren. Ist jetzt alles ein bisschen dreckig, aber ich habe ihn ja natürlich auch schon ausprobiert. Generell könnt ihr das Ganze hier auch noch weiter auseinandernehmen, könnt halt hier das so entriegeln, dann seht ihr, der Filter ist auch schon ein bisschen dreckig, dann ist hier noch ein weiterer Filter drin und auch hier unten könnt ihr das noch ein bisschen weiter auseinandernehmen und könnt das dann quasi auch hier, also zumindest den Part unter Wasser ausspülen. Beim Reinfummeln habe ich jetzt schon öfter mal gemerkt, das ist ein bisschen schwierig, weil es da verschieden große Positionen gibt. So, dann rastet das aber wieder ein, wird hier alles wieder eingesetzt, so, und kommt dann hier einfach wieder dran. So. Das Gerät kommt ja aus dem Xiaomi-Universum, das merkt man schon, aber man merkt halt auch, dass es von der Verarbeitungsqualität sich so ein bisschen, ich würde so sagen, so ein Stück unter den Dreamy-Modellen, auch die hatten wir mittlerweile schon im Test, ansiedelt. Das ist also in Ordnung, aber jetzt nicht ultra hochwertig. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Akkusauger von Tineco mal nimmt, das fühlt sich nochmal ganz anders an. Also man merkt da schon einen Qualitätsunterschied, aber jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat hier was total Billiges in der Hand. Habe ich jetzt hier noch was vergessen? Nein, ich denke nicht. Ich habe in den technischen Daten gesagt, Wechselakku gibt es nicht. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, weil auf der Produktseite steht halt, dass man den Akku auswechseln kann. Das kann man wohl auch, aber in der Betriebsanleitung habe ich mir dann durchgelesen, steht halt drin, das soll dann irgendwie Fachpersonal machen. Also man kann den wechseln, aber jetzt nicht so, wie man das von anderen Geräten kennt, dass man hier einfach irgendwo klickt, macht, zieht einen Akku raus, kauft einen anderen dann nach oder wenn einer dabei ist, klickt man ihn einfach rein. Also so funktioniert das hier nicht. Das man kann ihn wechseln, wenn er jetzt kaputt sein sollte, aber jetzt hier nicht einfach so im Alltag. Dafür ist es halt eben nicht gedacht. Okay, so viel jetzt zur, zum gesamten Lieferumfang hier und ich denke, dann schauen wir uns jetzt auch mal zusammen an, wie das Gerät denn wirklich reinigt. So, jetzt habt ihr hier gerade wieder den Test der Reinigungsleistung gesehen auf dem Hartboden, auf dem hochflorigen Teppich, wieder mit meiner Mischung 100 Gramm und ich wiege dann natürlich immer vorher nachher, wie viel konnte das Gerät aufnehmen. Auf dem Hartboden haben wir hier eine wirklich gute Leistung, 99,49 Gramm hat das Gerät aufgenommen. Das ist wirklich ein Wert, da hat man absolut nichts dran zu meckern. 51,21 Gramm waren es dann auf dem Teppich, der Wert ist okay. Da gibt es aber Saugroboter, nicht Saugroboter, sondern Akkusauger, die schon eine ganze Ecke mehr mitnehmen mit über 60 Gramm. Und da gibt es halt auch welche, die in der Preisklasse, in der gleichen oder sogar so noch ein Stück weiter drunter, nehmen wir einfach mal den gerade erst getesteten Tineco A10 Dash. Der kostet so zwischen 120, 150 Euro, je nach Angebot. Der hat in dem Fall halt mehr aufgenommen, hat dafür aber eine ganze Menge Zubehör weniger. Also wenn man nur Hartboden hat, Top-Gerät, hat man Teppich, ist die Leistung auch, ist natürlich in Ordnung, weil das, was ich damit mache, ist alles Härtetest, um zu zeigen, wo die Unterschiede zwischen den Geräten sind. Aber es ist ja einfach so, dass hier etwas weniger aufgenommen wird als bei anderen Geräten in der gleichen oder etwas niedrigeren Preisklasse. Was mir halt sehr gut gefallen hat, ist, dass man hier mit sehr
gut unter das Sofa kommt. Also ihr kommt halt mit dem Gelenk sehr weit runter, da das ganze Gerät hier halt auch sehr schmal ist, komme ich komplett bis hinten unter mein Sofa. Also das passt wirklich richtig gut. Die Wendigkeit ist gegeben. Ihr habt keine LEDs an der Hauptbürste vorne. Das finde ich ein bisschen schade, weil mir das eigentlich immer ganz gut gefällt. Aber so viel zur Reinigungsleistung und dann kommen wir jetzt auch mal direkt zum Fazit. Ja, mein Fazit zum Jimmy JV65 ist positiv. Es ist ein wirklich gutes Gerät. Er macht gerade auf Hartboden einen wirklich tollen Job. Auf Teppich gibt es Geräte, die sind besser für weniger Geld, haben dafür aber halt weniger Zubehör. Da müsst ihr dann halt wissen, was bei euch gerade wichtig ist. Was ich jetzt eben noch nicht angesprochen habe, ist die Wischfunktion, die hier mit dabei ist. Die habe ich natürlich auch ausprobiert. Da ist ja nicht der Einzige, der das kann. Da gibt es auch zum Beispiel den Jive Vacuumate One oder den Rhythmi Nex oder den Dreamy V11. Da gibt es halt alles Geräte, die haben halt hier eben diesen Aufsatz, den man hinter die Hauptbürste so klippt. Das ist ein Wassertank, der fasst hier in diesem Fall 250 Milliliter. Und ja, dann zieht ihr den halt hinterher und könnt damit dann Staub nochmal ein bisschen ordentlicher aufnehmen. Und auch gerade, wenn ihr irgendwie so kleine festgetrocknete Kaffeeflecken habt oder so, geht ihr da mal ein paar Mal Dollar rüber. Das ist wirklich eine gute Funktion, die finde ich gar nicht schlecht. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wenn ihr wie mit einem Wischsauger, die ich auch hier auf dem Kanal getestet habe, Kärcher FC7 oder den Tineco Flow One S3 zum Beispiel, die nehmen auch richtig so Sachen auf wie Ketchup oder wenn euch Müsli runterfällt, das könnt ihr hiermit natürlich knicken, denn ihr müsst dran denken, ihr geht als allererstes immer mit der Bürste über die Verschmutzung und wenn da irgendwas sapschig, klebrig ist, dann wäre das schlecht. Also so für hart festgetrocknete Sachen, das kann man damit dann schon machen. Es ist eine nette Funktion, die ich wirklich nicht schlecht finde, aber jetzt nichts, um jetzt wirklich richtig zu wischen, wenn es um ja, andere Verschmutzungen geht. Die Wendigkeit finde ich hierbei sehr positiv. Gerade weil er halt so flach unter Möbel kommt. Also insgesamt ist es ein Gerät. Wenn man sich das zulegt, hat man damit seine Freude. Schaut aber gerne auf dem Kanal. Es gibt noch andere Geräte in der niedrigeren Preisklasse. Wenn ihr gerade viele Teppiche habt, dann hättet ihr vielleicht zum Beispiel mit einem Tineco A10 Dash mehr Freude. Schaut da euch einfach mal an, was es noch so gibt. Und schaut vor allen Dingen auch gerne in unseren Akkusauger Finder. Da könnt ihr dann wirklich die Geräte auch untereinander vergleichen, könnt Filter setzen, was für euch wichtig ist, die Preisklasse, die LEDs, ob es die gibt oder nicht. Das könnt ihr dann da alles einstellen und dann für euch das passende Produkt rausfinden. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt diese gerne in die Kommentare oder auch gerne in unserer Akkusauger Facebook-Gruppe. Da sind jetzt auch schon irgendwie 500-600 Menschen drin, die sich herstellerübergreifend über das Thema Akkusauger unterhalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Kanalabonnement. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.